Hallo meine lieben Kapitalistenschweinchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin immer noch Sebastian und heute gibt es ein richtig saftiges POD-Update. Lehnt euch zurück, genießt die Show und zwar gleich zu Beginn mit der größten Bestellung, die ich jemals hatte. Wenn das nicht sogar mindestens die größte Bestellung in der POD-Menschheitsgeschichte ist und zwar exakt 40 Verkäufe in einer Bestellung. Das ist wirklich sehr stark, also sowas habe ich noch nie erlebt, das finde ich persönlich begeistert mich das wirklich total und ich hatte auch diesen Monat so ein Loch, so ein bisschen Motivationsloch und dann kam diese Bestellung rein, das motiviert mich extrem und ich zeige das jetzt hier auch nicht, um irgendwie anzugeben und zu sagen, ey, guckt mal, ich habe hier 40 Artikel verkauft, ihr Geringverdiener, ja, sowas, um Gottes Willen überhaupt gar nicht, sondern einfach noch so ein bisschen, um die Motivation beizuhalten, um einfach weiter hochzuladen, denn irgendwann kommt mal so ein richtig großes Ding rein und dann macht man da richtig Asche, also klar, riesig viel Geld habe ich jetzt damit nicht verdient. Man würde jetzt schätzen, oh, bei Spreadshirt immer so zwischen 3 Euro und 3,50 Euro. Es gab jetzt hier nur in Anführungsstrichen 69 Euro und Schnaps drüber, also knappe 70 Euro. Aber wenn man sich das nun realisiert und man sich selber versucht, ein bisschen reich zu rechnen, ja, dann sind das immerhin 2.100 Euro bei einem 30-tägigen Monat und das ist doch wirklich eine Summe, 2.000 Euro mehr oder weniger am Ende des Monats. Also ich merke das, ich verdiene leider im Monat noch nicht 200.000 Euro, dass ich sage, ey komm, 2.000 Euro mehr oder weniger, juckt mich nicht. Ja, also das ist schon eine immense Summe, natürlich ist es nicht jeden Tag so, aber man arbeitet ja darauf hin. Also immer weiter fleißig hochladen, mal so ein kleines Motivationsschübchen für alle. Warum gab es hier nur nicht so viel Geld? Also Grund war, erstens, es ist aus dem Selbstgestalten-Bereich. Da ist die Marge ja schon ein bisschen geringer. Zudem gab es massiven Mengenrabatt und dann wurde auch noch eine Rabattaktion eingelöst. Dementsprechend gab es hier nicht ganz so viel Geld. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, das geht auch durch, dass es nicht alles retourniert wird. Und wir schauen mal jetzt rüber zu Spreadshirt direkt rein, wie es denn da so aussieht. Und da sind wir auch schon bei Spreadshirt.de auf der Seite. Also hier im März kannst du sehen, ein sehr schöner Ausschlag im Vergleich zu dem Januar und Februar. Da waren die Verkäufe deutlich geringer. Was ich noch dazu erwähnen wollte, es handelt sich bei dieser Bestellung um überall das gleiche Design. Das war auch kein Special Event Design wie ein Geburtstag oder ein Junggesellenabschied, sondern ein ganz normales Design. Und ja, keine Ahnung, warum da so viel gekauft wurde. Das waren auch alles Premium-Shirts für Kinder, Herren und auch Damen dabei und ja, durch den selbstgestellten Bereich, wer weiß, was sie dann noch für ein Datum oder Namen irgendwas mit dazu geschrieben haben oder es irgendwie andersweitig kombiniert haben, aber gucken wir uns das mal in der 30-Tage-Ansicht an, da sieht man natürlich den Ausschlag noch viel extremer, hier geht es richtig hoch, es waren an dem Tag kamen noch zwei weitere Bestellungen rein, also insgesamt 42 Verkäufe an einem Tag, das ist natürlich echt krass und hier waren auch Tage dabei, die sieht man gar nicht, die sind super gering, aber das sind für mich zumindest bei Spreadshirt.de gar keine so schlechten Verkäufe, denn immerhin drei Verkäufe an einem Tag, klar, hier auch ganz viele Nullrunden, ja, also der Februar und der März, die liefen alles andere als gut bisher, aber jetzt ist doch eine Besserung in Sicht. Wir können uns das ganze spaßhalber nochmal mit dem letzten Jahr vergleichen. Der März natürlich jetzt schon deutlich besser. Allerdings die Gesamtentwicklung bei Spreadshirt bei mir zumindest ist jetzt nicht so positiv. Das wird natürlich hoffentlich alles besser, wenn ich weiterhin hochlade, meine Designs verbessere und natürlich dann dadurch mehr Verkäufe generieren kann. Noch ein kurzes Wort, bevor wir zur Excel-Tabelle gehen. Die Excel-Tabelle anstelle ich immer anhand der Gutschriften, die man von Spreadshirt bekommt, also wirklich mit dem Paper, mit der Überweisung in dem Augenblick, also immer nur zum 15. eines Monats. Deswegen haben wir immer eine kleine Diskrepanz zwischen den einzelnen Monaten hier in dieser Ansicht bei Spreadshirt und der Excel-Tabelle. Das soll dem Ganzen nichts abtun. Es ist einfach nur für mich praktikabel, denn ich muss hier nichts zusammenrechnen, welche Gutschriften ich hatte, wo ich Retouren hatte und kann diese Tabelle auch gleichzeitig gleich noch für meine Steuererklärung nutzen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen mal rüber zur Excel-Tabelle. Hier haben wir nochmal die Übersicht von allen Plattformen in unserer schönen, wunderbaren Excel-Tabelle. Ich gehe hier einfach mal den Februar einmal durch. Und zwar haben wir bei Spreadshirt.de also 18 Verkäufe im Februar gehabt. Das macht dann 42,74 €. Immerhin, ja, ein bisschen was, es ist nicht schlecht, aber Spreadshirt entwickelt sich alles in allem wirklich nicht so gut. Alleine jetzt schon mit dem Kauf natürlich ist es relativ erfreulich, denn da habe ich jetzt schon den Februar mit geschlagen. Das gleiche bei Redbubble wie auch bei Spreadshirt, ich zähle immer nur, dass die Guthabenschrift
von dem 15. des Monats und ich war leider im Februar, am 15. Februar noch unter der Auszahlungsgrenze von 20 € dementsprechend hier bei Redbubble eine Nullrunde. Das wird allerdings sich im März ändern. Das gleiche auch bei Spreadshirt.com, wobei hier ja generell nicht ganz so viel geht. Ich bin ja auch noch in Sternenklasse 2 und kann deswegen auch keine weiteren Designs hochladen. Bei NBA weiterhin relativ solide für den Februar, würde ich sagen. 32 Verkäufe, 119 €. In Summe macht das über alle Plattformen hinweg immerhin 50 Verkäufe, eine Differenz von knappen minus 70% zum Vormonat. Und monetär, was kam dann nun bei rum im Februar? Genau 161,75 €. Ich habe einmal geschaut, das ist mein schlechtester Monat seit Juni letzten Jahres, was aber für einen Februar finde ich immer noch nicht so schlecht ist. Natürlich verglichen mit dem Vormonat im Januar ein stolzes Minus von 70,42%. Ja, ob man da so stolz drauf sein kann oder nicht, es ist jetzt eine andere Frage, aber es ist immerhin etwas bei rumgekommen. Das Ganze schauen wir uns hier noch einmal gesamthistorisch an. Also insgesamt jetzt dieses Jahr 2022 über alle Plattformen hinweg 708,59 € im letzten Jahr waren es knappe 2.800 €. Das macht eine Differenz von minus 74%. Also wir haben schon über 25%, über ein Viertel geschafft. Hier in der Tabelle kann man es noch einmal sehen in der Grafik. Ja, hier ist es noch nicht viel passiert. Wir haben auch erst den Februar. Wir schauen, wie die Entwicklung weitergeht. Und ich hoffe natürlich, dass dir das Video gefallen hat. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du noch ein Like da lässt und einen Kommentar, wie es denn bei dir so im Februar lief und wie der März bisher bei dir lief. Hattest du auch schon mal so eine große Bestellung? Das würde mich sehr freuen. Das unterstützt natürlich auch meinen YouTube-Kanal und den Algorithmus. Da wäre ich dir wirklich sehr dankbar. Und natürlich freue ich mich immer riesig, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich natürlich alles Gute und bis demnächst.